Seine Popstar-Karriere führte ihn nach ganz oben und an seine dunkelsten Abgründe. Bill Kaulitz, 31, Frontmann der Band Tokyo Hotel, hat ein Buch über sein Leben geschrieben. Er nennt es Career Suicide, Deutsch, Karriere Selbstmord, erscheint am 1. Februar. Lesen Sie mit Bild Plus, worüber er darin berichtet, was ein großer Moment in seinem Leben war und welche Frage er nicht ganz klar beantwortet.